Entschuldigung. Ja, könnte ich einen Moment mit euch sprechen? Einige Passagiere von Ort Mantell erwähnten eure herausragenden Fähigkeiten als Pilot. Hat die Schiffsmannschaft sich schon an euch gewendet? Habt keine Angst. Wenn es Probleme gibt, werde ich euch beschützen. Ihr seid ein Jedi, oder? Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass derart fähige Personen mit mir auf der Reise sind. Es gibt das Gerücht, dass uns ein imperiales Kriegsschiff folgt. Ich weiß, der Vertrag von Coruscant. Aber ich glaube nicht, dass das Imperium Frieden halten wird. Was bitte soll das Ganze? Ich dachte nur, dass die Schiffsmannschaft eher mit jemandem wie euch sprechen würde, wenn es Probleme gibt. Die Mannschaft sagt den Passagieren gar nichts. Das ist nicht besonders beruhigend. Wenn wir in Gefahr sind, hat die Mannschaft die Pflicht, es uns zu sagen. Genau. Wenigstens könnten wir uns dann auf einen Angriff vorbereiten. Warnung! Warnung! Beschuss! Für Aufschlag bereit machen! Ich wiederhole! Alle bereit machen! Könnt ihr mich hören? Geht es euch gut? Mir geht es ausgezeichnet. Gut, gut. Das war ein ganz schöner Treffer. Wir hatten Glück, so glimpflich davongekommen zu sein. Hört zu, ihr müsst auf die Brücke. Der Captain wird jede Hilfe brauchen können, die er bekommen kann. Schnell, Beeilung! Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist nie zu spät für einen Versuch. Viel Glück. Tyrus, ihr schafft es, Sir. Ihr schafft es. Er ist tot, Sir. Ihr seid jetzt zuständig. Was sind unsere Befehle? Eure Befehle? Die Waffen sind hin, Schilde sind hin und das Komm ist hin. Wir können nichts mehr tun. Nur die Ruhe bewahren. Spart euch das. Wir stecken hier in der Klemme. Die Brücke ist gesperrt. Sir, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wenn wir hier nicht durchhalten, war's das. Durchhalten? Die Imperialen haben uns in der Hand. Wir sind schon so gut wie tot. Was ist mit euch los? Wollt ihr das Schiff einfach in die Hände der Imperialen fallen lassen? Das Schiff hinter uns ist eines der größten der imperialen Flotte. Wir haben keine Chance. Sir, eine Nachricht. Das imperiale Schiff nimmt Kontakt auf. Was? Oh, gut. Stellt sie durch. Republikanischer Transporter SLS. Hier spricht Großmoff Rikus Kilran. Eure Verteidigung ist außer Kraft. Widerstand ist zwecklos. Das wissen wir selber, Kilran. Sagt uns einfach, warum ihr hier seid. Euer Schiff transportiert eine anti-imperiale Terroristin und Aufrührerin. Die sogenannte Botschafterin Vin Azara. Wegen ihr bin ich hier.
Wen? Wir haben keinen Passagier, der so heißt. Ich kenne den Namen nicht einmal. Interessant. Lüge oder Inkompetenz? Egal. Meine Agenten an Bord des Schiffs haben ihre Anwesenheit bestätigt. Ihr habt Spione auf unserem Schiff? Ich habe überall Augen. Imperiale Soldaten betreten in Kürze euer Schiff über die primäre Luftschleuse. Meine Agenten sorgen dafür, dass ihr sie nicht behindert. Wenn ihr versucht, meine Männer davon abzuhalten, Azara zu verhaften, werde ich jeden an Bord der Essilis töten lassen. Lebt wohl. Wo ist die primäre Luftschleuse? Ich werde die Imperialen aufhalten. Habt ihr nicht zugehört? Wenn wir kämpfen, bringen sie uns um. Wir müssen kooperieren. Das bringt nichts. Kilran hat uns im Griff. Er bringt alle um. Dafür ist er bekannt. Er will nur die Botschafterin lebend haben. Wenn Kilran die Botschafterin findet, solange wir da sind, war es das für uns. Diese Soldaten müssen unbedingt vorher gestoppt werden. Ich lasse keine imperialen Soldaten an Bord des Schiffs gehen. Es ist tapfer, sich dafür zu melden. Hör zu, das vorhin tut mir leid. Eure Hilfe macht einen großen Unterschied. Danke. Ich bin aus gutem Grund hier. Vielleicht, aber wir sind für eure Hilfe dennoch dankbar. Unser Sicherheitstrupp trifft euch bei der primären Luftschleuse. Sie waren nicht oft im Einsatz, aber Commander Narlok kennt sich aus. Viel Glück. Wir alle zählen auf euch. Der Zeitpunkt ist gekommen, Männer. Hierfür wurden wir ausgebildet. Die Imperialen kommen und wir werden sie nicht durchlassen, oder? Sir, nein, Sir. Wir kämpfen nicht allein. Wir haben einige sehr erfahrene Freiwillige unter uns. Die Imperialen werden nicht mit so viel Gegenwehr rechnen. Bald könnt ihr einem echten Profi bei der Arbeit zusehen. Die Imperialen werden jeden Moment durchbrechen. Wir müssen Verteidigungsstellungen einnehmen. Ergebt euch! Ergebt euch! Oder tot! Ergebt euch! Ergebt euch! Oder tot! Ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle. Sieg, die Imperialen haben uns getäuscht. Da ist sie, die Botschafterin. Sieg. Schnappt sie um jeden Preis. Tod.
haben es geschafft, Männer! Geschafft! Das. Es tut mir leid, Commander, aber so ist es nicht. Ihr erklärt uns besser, was hier vorgeht. Sofort! Erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen. Der Angriff auf diese Luftschleuse war eine List. Nachdem Haken euch hierher geschickt hat, schlichen sich imperiale Kommandos an Bord. Sie wurden von einem mandalorianischen Söldner namens Eisenfaust angeführt. Wir haben die erste Enter-Mannschaft aufgehalten. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Gruppe besiegen können. Es wird noch schlimmer, fürchte ich. Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben die Brücke gestürmt. Und jetzt ist der gesamte Bereich abgeriegelt. Wir müssen den Imperialen die Kontrolle über das Schiff entreißen. Deshalb habe ich euch aufgesucht. Es muss etwas getan werden. Worum geht es hier eigentlich? Warum wollen die Imperialen euch unbedingt gefangen? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische Botschafterin. Ich reise zu Planeten unter imperialer Kontrolle und überzeuge ihre Regierungen davon, zu uns überzutreten. Wohin wenden wir uns nun? Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die... Ich sagte euch bereits, dass Eisenfaust die Brücke abgeriegelt hat. Es gibt keinen Weg rein oder raus. Eine Sicherheitsverriegelung. Das ist nicht gut. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Wisst ihr, wo er ist? Er und sein Team sind unten im Technikbereich. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn die Imperialen merken, dass die Schleusen zum Technikbereich geöffnet werden, überrennen die Soldaten den Bereich sofort. Meine Männer und ich können das übernehmen. Formieren, Männer! Entriegeln wir diese Brücke. Wir geben den Imperialen mal ein paar Denkanstöße, was, Jungs? Ich gehe mit Commander Narlok. Sobald ihr euch einen Weg zum Technikbereich gebahnt habt, stoße ich...